Ich freue mich, heute Professor Dr. Marco Wölfle begrüßen zu dürfen. Hallo. Guten Tag. Er ist wissenschaftlicher Leiter des CRES, des Center for Real Estate Studies. Das CRES unterstützt ja den IVD durch hochwertige Studien, zum Beispiel Auswirkungen, wenn Gesetzesänderungen geplant sind. Und zwar soll ja beim Mietspiegel der Zeitraum von 4 auf 8 Jahre erweitert werden. Das war ja schon mit der Mietpreisbremse immer das Thema. Naja, wirkt sie nicht und es geht hin und her. Naja, wirkt sie nicht und es geht hin und her. Und dann hat man sich gesagt, wie könnte man die nachverschärfen? Es gibt ganz viele Initiativen, eine davon eben das Thema, den Mietspiegel anzupassen. Und die Idee des Mietspiegels ist es ja, eine ortsübliche Vergleichsmiete abzubilden. Derzeitiger Stand, in dem 4 Jahresscheiben angeguckt werden. Die Mieten der letzten 4 Jahre werden betrachtet, und zwar diejenigen, die neu abgeschlossen worden sind oder die, bei denen es Erhöhungen gab. Und diese 4 Jahre sind ja, ich habe das ja auch machen müssen, meine Ausbildung, schon brutal lange und dämpfen die Mieterhöhungen. Natürlich, und das ist auch das erklärte Ziel. Der ursprüngliche Mietspiegel, so wie er früher mal gemacht worden ist, war beschränkt auf 1, dann relativ kurzfristig dann 2 Jahre, was natürlich auch nicht verkehrt ist, kurzfristige Schwankungen auszugleichen. Aber je länger ich gehe, umso mehr nehme ich Vergangenheit mit hinein. Vor Gericht würde man vielleicht sagen, naja, Moment mal, ist es denn überhaupt eine aktuelle Miete, die es da noch abbildet? Und es kommt bei uns ein besonderer Effekt dazu. Wenn jetzt verlängert werden soll, und im Plan waren sogar mal 10 Jahre, nicht nur die 8, über die dann wieder diskutiert wurde, bedeutet es doch, wenn ich so einen steigenden Trend in einem Markt habe und mir das obere Ende angucke, dann habe ich diese Miete. Wenn ich aber nach unten hin verlängere, dann rutscht auch der Durchschnitt nach unten. Ja. Und damit sorgt man eigentlich auf einem Umweg, nicht indem man den Mietspiegel repräsentativer macht, sondern auf einem Umweg dafür, dass letzten Endes im Prinzip Mieten günstiger werden, dass sie künstlich nach unten korrigiert werden. Das ist die Idee, die eigentlich dahinter steckt und keineswegs einen belastbareren Mietspiegel, weil Datenqualitäten und Grundlagen nicht stattfinden würden. Kleine Städte haben sowieso keinen Mietspiegel, weil es einfach zu teuer ist, den zu erheben. Die werden den auch mit 8 Jahren nicht machen, weil das ja noch schwieriger ist. Sie verdoppeln den Erhebungsaufwand. Ja. Und nehmen Sie eine Stadt wie München, also wenn man da so den Zahlen glauben mag, dann sind die Mietspiegelpreise oder Kosten, die Erstellung bedeutet, immens. Also wir reden in ganz, ganz großen Ballungsräumen an Kosten, die bis zu 1 Million an Kosten verursachen. Jetzt nehmen Sie kleinere Kommunen, die sind im 5-stelligen Bereich, was den Preis angeht. Eine Gemeinde mit 10.000 Einwohnern, die hat dann überhaupt keine Vergleichsmiete, ortsübliche Vergleichsmiete, weil ihnen dieses Instrument fehlt. Bei steigenden Mieten bedeutet die Verlängerung des Zeitraums ein Einfrieren der Miete. So kann man das in manchen Stellen vielleicht sagen, wenn Sie das in Euro mal abschätzen wollen. Wir haben ja Hochrechnungen gemacht. Da muss man natürlich die verschiedenen Baualtersklassen berücksichtigen und Detailsituationen ansehen. Aber wir haben halt Regionen drin gehabt, wir haben es für alle Kreise in Deutschland gerechnet im Institut und haben dann halt noch Baualtersklassen unterteilt. Es gab jede Menge Baualtersklassen, wo man auch mal über 1 Euro hinausgekommen ist und einzeln. Und wir waren in vielen Fällen auch über 50 Cent hinaus. Die 50 Cent, was bedeutet das? Die 50 Cent bedeuten ja dann, wenn ich jetzt das rechne, ich habe jetzt eine aktuelle Miete, nehmen wir mal 8 Euro und dann gucke ich mir die Situation an, wie es wäre mit dem anderen Mietspiegel, dann reden wir über 7,50 Euro, und zwar pro Quadratmeter. Rechnen Sie das hoch auf die 70 Quadratmeter Wohnung, die der Deutsche durchschnittlich bewohnt. Das ist ja nur in einem Monat. Rechnen Sie es hoch aufs Jahr. Und dann wissen Sie, was letzten Endes dem Vermieter, dem Eigentümer fehlt. Das könnte man natürlich sagen, naja, das ist die böse Vermieterperspektive und so ein bisschen Investorenbrille, die man aufsetzt. Aber auf der anderen Seite hat es ja auch was damit zu tun, welche Qualität der Vermieter auf der anderen Seite dafür bieten möchte und wie er in Instandhaltung investiert. Wenn ihm Rendite auf der einen Seite fehlt, dann wird er alles unterlassen, was natürlich auf der anderen Seite noch Kosten verursacht. Und dann wird er natürlich die Qualität letzten Endes des Bestandes nicht hochhalten und auch gar nicht mehr in Angebotsausweitung zu investieren, weil das ist ja das, was uns auf den Märkten eigentlich fehlt. Wir merken Druck und steigende Preise im Mietmarkt, und das Beste ist doch dagegen, mit steigendem Angebot vorzugehen, aber gerade diesen Anreiz nimmt man dem Investor. Es ist so, das Angebot wird nicht ausgeweitet, es werden nicht genug Baugebiete ausgewiesen, und von der anderen Seite versucht man dann die Mieten noch mit anderen Begriffen wie Ausweitung, Untersuchungszeitraum auf 8 Jahre, das zu verdecken. Also es ist eigentlich unglaublich in meinen Augen. Man könnte Marktmechanismen nutzen. Ja, wir sehen hier in Berlin, da gibt es viele Flächen, die noch entwickelt werden könnten. Das würde das Angebot steigern. Da würden ganz automatisch die Mieten nicht so stark nach oben gehen. Aber Dinge sind immer teuer, wenn sie knapp sind. Das ist ganz leicht nachzuvollziehen, wenn man über eine Flasche Wasser in der Sahara nachdenkt. Die ist bestimmt teurer. Wenn ich jetzt dann dafür sorge, dass dem Nachfragedruck der zuziehenden Leute in die Ballungszentren auf der anderen Seite einfach das notwendige Angebot gegenübersteht, dann gibt es diesen Preisdruck nach oben nicht in diesem
gewissem Maß. Und dann brauche ich auch gar nicht regulieren, brauche keine Gesetze, die Aufwand in der Administration verursachen. Und das ist die marktkonformste, einfachste Lösung, die man vielleicht ergreifen kann. Sie haben ja auch eine Studie erstellt. Wenn der um 1% das Angebot nach oben oder unten sich verändert, steigen die Preise eben um 3% nach oben oder nach unten. Sie sprechen auf die Preisblasenstudie an, weil ja da der Preisdruck so stark ist. Und wenn dieser Overlap 1% ausmacht, dann sind das so durchschnittlich 3%. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 2% mehr Nachfrage als Angebot hätte, wären das schon 6%, wie die Preise sich nach oben bewegen. Dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Studie, finde ich sehr aufschlussreich. Was macht dieses CRES? CRES ist ein Institut der Steinbeis Hochschule Berlin und richtet sich mit seinen Studienprogrammen an berufsbegleitend Studierende, genauso aber auch an Personen, die nach dem Abitur oder der Fachhochschulreife gerne in der Immobilienwirtschaft sich qualifizieren möchten und dabei noch 2 Teilabschlüsse machen möchten. Da sind wir in ganz enger Kooperation mit der Deutschen Immobilienakademie in Freiburg, die seit 35 Jahren berufsbegleitende Fachstudiengänge der Immobilienwirtschaft ausbildet, insbesondere im Bereich Sachverständigenwesen, aber auch in den allgemein kaufmännischen immobilienwirtschaftlichen Disziplinen. Und ich bin ja auch ein DIA-Gewächs, ein zufriedenes, habe dort meine Sachverständigenausbildung begonnen, also wirklich ganz wunderbar. Und die Zeit in Freiburg war auch toll. Schön.